Da im Atelier null Fortschritt seit 2 Wochen. Es passiert nichts da drin. Das gleiche im Tiny House. Null Fortschritt. Ich habe seit diesem Jahr eigentlich alle Wochenende frei. Das ist etwas Neues für mich. Bis jetzt habe ich am Wochenende entweder Weiterbildung oder Schule. Und ich merke, dass ich die Zeit am Wochenende extrem nutze, dass ich dann halt schnell auf Amsterdam fliege oder auf Bergen oder sonst irgendwie weg bin. Aber das ist die Zeit, die dann irgendwie fehlt für so Projekte. Aber ich finde das nicht so schlimm. Ich glaube, viele Leute machen sich dann einen Stress, wenn man an irgendetwas dran ist. Oder eben wie da etwas fertig machen oder auch das Tiny House fertig machen. Und man merkt, man kommt nicht vorwärts, weil halt andere Sachen dazwischen kommen, die in dem Moment mehr Priorität haben. Und das ist bei mir so der Fall, dass ich merke, es gibt zwar viele Sachen, die ich noch gerne würde machen. Ich müsste da mal ein Gestell machen, ich müsste da mal ein bisschen aufräumen. Das sind alles Sachen, die man machen muss. Aber das hat nicht so eine hohe Priorität für mich. Und ich komme vorwärts da rein. Es gibt kleine Sachen, die ich immer wieder mache, die man aber nicht sieht. Aber es sind so kleine, kleine Schritte. Und ich glaube, wenn ihr Projekte habt und ihr merkt so, ja, vielleicht liegt es mal still oder vielleicht kommt ihr nicht so vorwärts, wie ihr möchtet. Ich glaube, das spielt wie nicht so eine Rolle, wenn man so kleine, kleine Babyschritte macht. Jeden Tag ein bisschen etwas. Und nach 3 Monaten sind wir dann halt gleich weiter. Da, nächste Schritt sind wirklich jetzt die Gestelle und die Tische und ich habe Sachen bestellt. Also, ich gebe kein Datum ab. Ich sage jetzt mal so, in den nächsten 1 bis 2 Wochen wird dann da so etwas passieren. Es kommt auf jeden Fall gut. In kleinen, kleinen Schritten.